Wow, das ist erstaunlich. Das ist alles Materie. Das Äußere ist reich an Makroenergie, das Innere ist eine Schatzkiste voller Materie. Das heißt, dies ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt es nicht. Eine Legende, ein Ammenmärchen, das ist absolut lächerlich. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll? Dieser Starrsinn macht dich zu einem zweitklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt aus dem Innern der Mauer. Irgendwas ist da drin, es bewegt sich. What? Weapon? Nun gibt es das also wirklich? Ich hätte nicht daran geglaubt. Was bedeutet das? Reapen. Monster, die vom Planeten erschaffen wurden. Es scheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in einen Zustand des Nichts. So stand es in dem Bericht von Professor Gass. Ich habe diesen Bericht nie gesehen. Wo ist er? Ja. Alter, das zwinkert. Du behältst eine Menge für dich. Ich frage mich, wo Claude und die anderen sind. Kaum zu glauben, dass so ein bisschen schwarze Materie den Planeten zerstören kann. Bis zum? Sind alle okay? Was ist los? Wo sind wir? Lass mich nicht allein! Herr 13, du bist hier. Ich bin so froh. Du Tiefer. Irgendwas stimmt nicht. Warum war es so dunkel? Wo sind die anderen? Alle warten. Claude ist in Schwierigkeiten. Bitte komm, hilf uns. Da drüben. Oh, okay. Ich raff's nicht, aber wenn du willst, tu ich's. Und vergiss nicht. Die schwarze Materie. Herr Präsident, wie gefällt mir... Irgendwie gefällt mir dieser Ort nicht. Vielleicht sollten wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Wir müssen sowieso die Untersuchung vorbereiten. Hey, woher kommst du? Weiß nicht. Hier wird es ganz schön schlimm hergehen. Überlass mir die Dinge und verschwinde von hier, solange du noch kannst. Dir die Dinge überlassen. Ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Wiedervereinigung stattfindet, wo alles anfängt und endet. Claude! Ich bin hier, um dir zu helfen, Claude. Danke, Red 13. Wo ist die schwarze Materie? Claude! Sie ist sicher. Ich hab sie. Ich werde sie übernehmen. Gib mir die schwarze Materie. Kannst du meine Stimme nicht hören? Alles in Ordnung mit dir, Claude.
Skalier bitte. Ich hatte ein paar Bedenken, das bei mir zu haben. Nein, nicht. Bitte, hör auf, Cloud. Danke, überlass den Rest mir. Na los, die schwarze Materie bitte. Warte bitte einen Moment. Ich möchte euch für alles danken. Es tut mir leid. Tut mir leid. Sumimasen. Besonders du, Tifa. Tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dem Ruf, Cloud zu sein, nie gerecht geworden. Tifa, vielleicht wirst du eines Tages den wahren Cloud kennenlernen. Das ist perfekt. Das bedeutet, dass dein Experiment ein voller Erfolg war. Ich wartest du. Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich habe keine Nummer. Ich habe keine bekommen, weil du dachtest, das Experiment mit mir sei missglückt. Was zum Teufel? Du meinst nur, Nieten schaffen es bis hierher? Professor, bitte, gib mir eine Nummer. Bitte, Professor. Halt den Mund, du elender Fehlschlag. Wer war das? Er ist ein Sephiroth-Klon, den ich erschuf, als vor 5 Jahren der richtige Sephiroth starb. Ihr nur was zählen, Marco. Meine Fähigkeiten und Kenntnisse und die Wissenschaft und Natur haben diesen Sephiroth-Klon zum Leben erweckt. Der Gedanke, dass es ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht. Aber die Theorie, die Wiedervereinigung von Jenova, ist bewiesen. Denn obwohl Jenovas Körper zerstückelt ist, wird er eines Tages wieder eins werden. Und dies bedeutet Wiedervereinigung. Ich habe darauf gewartet, dass die Wiedervereinigung beginnt. Es vergingen 5 Jahre. Doch jetzt kehren die Klone zurück. Ich glaubte, die Klone würden sich in Midgar versammeln, wo sich Jenova befand. Doch meine Berechnungen waren nicht ganz präzise, denn Jenova selbst hat das Shinra-Gebäude verlassen. Aber als Genie, das ich bin, habe ich das schnell gemerkt. Es war alles Sephiroths Tun. Sephiroth war nicht damit zufrieden, seinen Willen in den Lebensstrom zu leiten. Er wollte auch die Klone selbst manipulieren. Ja. Okay, wer sagt das jetzt? Ja, so fing es an. Ich fragte mich, wohin die Klone gingen, aber ich konnte es nie herausfinden. Und ich fand es auch nie heraus. Was ich allerdings wusste, ist, dass Sephiroth ihr endgültiges Ziel war. Ich habe Sephiroth nicht verfolgt. Ich wurde von Sephiroth gerufen. Die gesamte Wut und der Hass, den ich für ihn fühlte, machten es mir unmöglich, ihn zu vergessen. Das und was er mir gegeben hat. Sephiroth, ich bin hier. Und ich bringe dir schwarze Materie. Zeig dich, wo bist du? Sephiroth, jetzt treffen wir uns endlich wieder. Hast du es gesehen? Es ist Sephiroth. Er ist also doch hier.
Das ist perfekt. Genau was wieder Vereinigung. Und Zephyrons Wille. Sie werden nicht in den Lebensstrom geleitet, sondern hier gesammelt werden. Das macht dich so glücklich, Professor. Du weißt, was das bedeutet, oder? Cloud hat die schwarze Materie. Zephyrons wird den Meteor rufen. Alle werden sterben. Egal, was ich jetzt sage. Es ist zu spät. Wir müssen evakuieren. Ich will, dass ihr mitkommt. Ich habe viele Fragen an euch. Cloud! Nein! Halt! Bitte! Cloud! Cloud. Cloud. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war schon immer so. Was ist los? Armes Kind. Bist du in Ordnung? Tiefer? Tiefer? Tiefer. Oh, Cloud. Stimmt. Ich bin Cloud.